Aus wichtig und richtig. Ich mag Zitronen. Ach, gut, mach mal Kopf zu. Na? Ich dachte, ich gucke heute nicht richtig. Ich gucke auf mein Handy, bekomme eine SMS. Hutmacher ist am Stream. Ich so, was? Es ist 13 Uhr. Der Typ hat noch keinen Feierabend normalerweise, aber hast halt na, Wasser beim Arzt und so heute, ne? Persisch. Ich spreche das, glaube ich, ein bisschen komisch aus, ne? Wenn man eher auf Süße steht und Zitrone kalt im Sommer beste. Ja, okay. Also, ja, na klar, also Zitrone kann man trinken, aber wird niemals, denkst, das toppen. Da können wir den ganzen Tag diskutieren. Aber ist auch egal, wir zocken jetzt The Quarry. Hab es mir auch gegönnt zu streamen. Ja, mein Gott, ne? Wenn man pünktlich mit einem Arzt und so durch ist, dann ich hätte wahrscheinlich auch gestreamt, ne? Wenn ich beim Arzt war und I don't know, ne? Beim Krankenhaus und so schon alles gescannt habe und fertig bin. Was soll ich denn den ganzen Tag machen? Natürlich, ich würde erstmal streamen. Oder wichtige Sachen erledigen. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, welches Kapitel wir genau waren. Acht oder so schon. Vielleicht wären wir heute schon fertig. Ne? Kapitel 8. Ja. Let's go. Ja. Was ist denn hier passiert? Ehrlich? Meine Schuld. Abweisen. Hä, was hat sie denn gemacht? Sie hat doch gar nichts gemacht. Wir müssen weiter. Nichts Gutes. Wir müssen schnell weiter. Ist nicht sicher hier. Mr. H wird das nicht gefallen. Wenn das, was Laura sagt, auch nur halbwegs stimmt, ist mir echt egal, was Mr. H denkt. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts. Ich hoffe. Ich meine, sollen wir sie suchen? Der Kontrast und so passt wieder. Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu dunkel, ne? Oder? Kann das sein? Leute. Einstellungen. Guck mal, ich habe schon Helligkeit schon sehr hell. Es ist gut. Jetzt wirklich? Irgendwie ist es bei mir ein bisschen, ich mach mal ein bisschen heller. Ja, es soll nicht gut sein, es soll perfekt sein, ne? Hutmacher. Gut und perfekt und ist was Nick. Anderes, ne? Und Nick. Ja. Was? Gut, sehen wir uns das noch mal an. Und? Geht's oder geht's nicht? Okay. Kriegst du das hin? Nein. Oh. Nicht ohne Teile. Speziell einen Verteiler. Da hinten ist ein Schrottplatz. Also, kriegst du's hin? Versprechen kann ich's nicht. Aber da sollte einer sein. Klingt weit hergeholt.
Ich brauch dich. Ich brauch dich. Uhu. Was Besseres vor. Wir sind gemein, ne, Leute? Hast du was Besseres vor? Nicht sterben? Ja, fände ich auch gut. Also hauen wir endlich hier ab. Okay, gut, nur weil du hier mit Logik Sinn Emma. machen willst, riskiere ich nicht Kopf und Kragen. Ich will lieber nicht sterben und bleibe hier. Wir müssen nicht alle los. Mir gefällt die Idee. Na, du kommst mit mir. Oh, fuck. Soll ich dann in die Lodge zurückgehen? Also, da gibt's einen Schutzkeller. Unter der Lodge. Der ist wohl sicherer. Ist der offen? Ey, mein Bildschirm ist voll scheiße, ey. Gut, das nervt toll. Mich gerade richtig. Und bleib da, bis wir zurück sind. Ich versuche das gerade einzustellen. Das ist komplett. Der Viel Glück! Also, der Farbton passt halt optimal gar nicht, ne? Weil. Also. Der Bildschirm von meinem Laptop ist wirklich insane. Also sieht schon, also ist schon geil. Aber hier meinem Bildschirm, also man sieht die Qualität schon heftig. Das ist anders. Obwohl mein Bildschirm nicht schlecht ist, mein PC-Bildschirm. Oh oh. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Haus der Hackets. Sei leise. Oh, da passiert safe jetzt. Was? Safe. Achso, ich muss mich bewegen. Oh, ich muss noch mein TikTok-Chat aufmachen. Öffnen. Komm schon. So, fertig. Der Herrscher. Na, zurück. So, ich hoffe. Ihr hattet einen angenehmen Tag. Tarik Schlüder. Moin, was geht ab? Wie war dein Tag? Ui, da ist jemand drinne. Warte mal, ist das nicht Max? Ausweichen. Oh, bin okay. Rutschig. Das kommt direkt von vorn. Jacob. Ah, so, jetzt weiß ich, was wir machen. Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Der wird auch zum Werwolf. Käfig öffnen. Halt Ryan nicht. Ich werde auch bald von Hawaii. Ma, was stellst du unten mit ihnen an? Es ist nichts. Wir beschützen sie nur. So wie auch schon die ganze Nacht. Was war das? Das war echt saukomisch. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Er steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten. In der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Ah, scheiße. Wenn ich jetzt den falschen Käfig öffne, ne? Dann öffnet... Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Hm. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein.
Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Doch. Gott verdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Laura aufhalten. Hä, wieso? Halt! Ist es? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran. Wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Was eine Oma. Ryan! Ryan! Du musst mich hier rausholen. Die war schon ein bisschen cringe, ne? Auf einmal so nett. Auf einmal dreht sie komplett durch. Ich so, okay. Sie geklaut! Du dummer Idiot! Ma. Ach, verdammt! Du mieses Stück Scheiße! Na, na, na. Verschwinde! Hau ab von hier! Jacob helfen, Jacob zurücklassen. Normalerweise, ne, wenn wir jetzt Hutmacher wären, dann würden wir Jacob zurücklassen. Aber weil wir ja lieb und hilfbereit sind, helfen wir ihm. Okay, okay, okay. Hilf mir dadurch. Okay, also, ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Hä? Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay, halt durch. Okay. Oh, ich weiß doch gar nicht. Nummer 3? Wenn beide Türen sich jetzt öffnen. Das war Schalter 3, oder? 3 stand bei ihm, ne? Ja, ne? Hä? Und? Warte mal. Aristarus, moin, was geht ab? Boah, welchen Schalter müssen wir noch öffnen? Wir müssen noch eine Tür öffnen. Ach so. Ich glaube, das ist die 1, ne? Wir machen einfach mal die 1, weil, guck mal, man sieht, 2 und 4 sind getrennt, ne? Wir machen mal 1. Ich glaube, das war ein Fehler. Weitermachen. Zurücklassen. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Konzentrier dich, Alter. Also normalerweise müsste ich nachgoogeln, ne? Was jetzt richtig ist. 3 und 4. Ich werde ich jetzt auf 2 machen, ne? Dann kommt auch der Käfig. Na, guck mal. Dann kommt der Werwolf auf der anderen Seite auch noch raus. Wir machen einfach mal Schalter 3, wo Jacob drin ist. Und 2. Wir machen mal 2. Ha, ich glaube, das ist falsch. Nein! Oder?
Hey, Mann! Gut, jetzt verkack's bloß nicht. Ey, ich glaube noch ein Käfig weiter. Hä, was ist das denn für ein Code? Ich weiß doch nicht. Auf 4? Der 4 ist safe falsch. Wir machen nochmal auf 1. Hey, ich verstehe das nicht. Ja. Ah, fuck! Alter, halt die Klappe! Okay, was hast du für ein Problem, Mann? Hey, du Clown, halt die Klappe! Ich oder er? Sch. Moin! Rate mal. Rufen. Hey, lass sie los! Hey, Ma! Schick Bobby runter! Was für eine Zahl stand da? Was geht da jetzt ab? Erstmal. Dieser Emote von dir, ne? Das ist ein Emote. Nee, Mann. Mein Lieblings-Emote ist wirklich einfach diese Kartoffel. Er trinkt richtig entspannt seinen Kaffee. Na, das ist doch schön, oder ne? Willkommen. Hast du mich vermisst? Das ist eine Hexe, ey. Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Die hieß auch mit irgendwie Hut, oder? Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad staubt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen. Ein Auge ist. Sollen die Mächtigen fallen als das andere und bei ihre ihr. Imperien ebenso. Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen? Ja. Nee, verrotten. Ist nicht größer, sondern sie hat nur Details? Auf die eine Seite so eine Schwäche, das so runterhängt, zierte. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Kurzen Cut. Wusstest du, das hat mir mein Opa mal erzählt, wenn man die Gesichtshälfte das komplett macht, also zu zwei Gesicht... wie soll ich das erklären, Mann? Also die Gesichtshälfte ist immer anders, ne? Wenn ich jetzt das hier zu einem kompletten Gesicht machen würde und die Seite auch komplett zu einem Gesicht machen würde, dann würde ich zwei Gesichter haben. Also die die werden wahrscheinlich ähnlich aussehen, aber ja, die werden anders aussehen. Versuche Klarheit zu finden im Chaos. Aha, ich verstehe nichts. Ja. Lost, ne? Würde ich mal sagen. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Ich bin am Überlegen, was ich mir zuerst kaufen will. Ein Fahrrad? Ein Gamingstuhl? Oder einen anderen... Am Schrottplatz? Mikrofon? Nein.
Hab nur das Schild auf dem Weg. Oder gesehen. Kamera? Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Was du halt mehr magst. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Halt alles, ne? Wir deswegen. Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Also, Ryan und Laura, hm? Oh Mann. Genervt. Ryan hat sich dämlich benommen. Neugierig. Bahnt sich da irgendwas an? Ich mach mal neugierig. Glaubst du, da bahnt sich irgendwas an? Ja, da hat es auf jeden Fall gefunkt. Ja, genau, aber waren das jetzt so Agrofunken oder Sexfunken? Das waren bestimmt Sexfunken. Okay. Ist sie nicht schon mit jemandem zusammen? Ja, nur Ryan ist Ryan. Abgesehen davon, jetzt wo er ein Abenteuer mit Miss Geheimnisvoll erlebt, wie nimmst du es damit auf? Haben wir unsere Chance verpasst? Aha, okay, okay. Er ist die Mühe nicht wert. Er ist? Verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe das nicht. Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Achso, doch. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Ich bin am Überlegen, vielleicht kann ich am Wochenende gar nicht so viel streamen. Oh, Scheiße. Oh. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut. Gar nicht so viel streamen, weil ich viel vorhabe, ne? Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Was denn? Fenster lackieren, los! Fassade renovieren. Langsamer. Einkaufen. Los, du Schlampe. Ey. Geh die Birne weg. Jetzt kommt das ein Chili Vanille machen. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Hab dich. Der die Oma ist einfach stärker. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Junge, wieso ist sie so stark? Ah! Hört sofort auf! Kannst du das? Ob das wehtat, das möchte ich mal gerne wissen. Was zum Teufel ist hier oben los? Also das ging ja schnell, ne? Das tut ja nicht weh, ne? Oh, wach auf. Wach auf. Die ist so safe nicht, Brudi. Komm schon. Safe nicht. Wach auf. Wach auf. Guck, der hilft noch. Steh auf, steh auf. Oh. Sie ist tot. Ah, doch. Hast du. Hattest doch recht. Ma ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis.
Ja, sie ist einfach die Pistole ausgewichen. Ey! Oh, scheiße! So ein Arsch, Alter. Was für ein Assi, er lässt das Messer auch einfach noch, okay, versteck sich da. Weg mit der. Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Oh, das muss schwierig sein, das rauszuziehen. Aber herausziehen ist dumm. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Geht nicht. Weil. Nicht machen. Genau, wenn man das rauszieht, dann kommt ja noch mehr Blut raus, ne? Dann habe ich ja eine offene Wunde und so. Ist sie verschlossen. Die läuft. Es läuft nicht. Ey! Guck mal, eine schöne Tapete wurde hier tapeziert, ne? Oder? Ey, auch eine Sache, was ich richtig feier, ist, wenn an der Decke so Holzbalken oder so sind. Das ist immer richtig geil. Und wenn die Balken auch richtig schier sind, Beispiel frisch geschliffen oder so. Oder, ja, wenn die einfach gut aussehen, ne? Die Balken. Und wenn es dann noch schön gemalert wurde. Oh, scheiße. Lauf, Brudi. Tür versperren. Verstecken. Ey, ich mach mal Tür versperren. Das ist doch nicht versperren. Niemals. Ey. Das ist aber nicht. Das ist nicht fair. Wirklich. Also, wer versperrt denn bitte so eine Tür? Also, er hat die Tür einfach nur, also, den Stuhl einfach nur gegengelehnt. Hä? Also, was hab ich damit zu tun, wenn er eine Tür nicht richtig versperren kann? Oh, Alter. Ich sterb jetzt. Ja, beweg dich noch langsamer. Stabil. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Na, hör mal. Ich hätte mich verstecken sollen. Verstecken? Haha, so dumm. Nein, der Opa hat das gescheckt. Ich kann dich atmen hören, Kleine. Nein! Sie kann mich atmen hören, ich habe Luft angehalten. Was labert der?
Du hast losgelassen. Ja, ja, zum Schluss, sonst kriegst du ja keine Luft mehr und kippt um, ne? Boah, das muss renoviert werden, ne? Gibt es hier echt Bären? Hey, muss das safe noch was sein. Ey Leute, eine Sache muss ich sagen, ne? Ich habe wirklich wenig Angst von Horror, ne? Es kommt drauf an. Also wenn das so eine hässliche Kreatur ist, dann kann ich mich schon leicht einscheißen. Aber am meisten krieg ich Paranoia, da bin ich mal ehrlich, von diesen hässlichen kleinen Puppen. Wenn du da an diesem so ein Band ziehst und dann loslässt und dann so, kommt so eine Melodie. Und wenn die Melodie dann aufhört zu spielen, der hat dann mein Herz so duf, duf, duf. Also, das ist wirklich schlimm. Mm-mm. Ich war auch heute am Überlegen, League zu zocken, aber lassen wir das mal für heute. Wir werden ja jetzt The Quarry durchspielen. Wir werden heute, sauer, denke ich mal, fertig. Ja, wir sind ja schon Kapitel 8. Oder? Ja, nee, 9. Wir sind Kapitel 9. Schon. Und The Quarry hat 10 Kapiteln. Also heißt das, dass wir bald durch sind. Die Sonne. Ich mag kein LOL. Ah, okay. Wieso magst du kein LOL? Oh, moin. Du hattest nicht angeklopft, ne? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Endlich! Ha, okay. Sie ist ein Werwolf, das bringt nichts. Oh mein Gott! Bam, Junge! Ah, voll in die Eier! Lass dich doch sterben! Renn, angreifen. Wir rennen mal, weil ich glaube, sie ist echt ein Werwolf und sie kann das Tageslicht nicht ab. Wie ist deine Position? Oder Licht. Wo seid ihr genau? Du sollst rennen. Nein! Oh, nein! Brudi?
Oh, scheiße. Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon! In die Fresse! Mann. Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Ich meine, das ist ein... Was ist? Was ist dann? Ich glaube, wir haben den falschen Code eingegeben, ne? An den Stromkasten, wo Ryan das eigentlich eingeben müsste. Wir haben verkackt, ne? Wegen wo, der Typ, der gerade da aufgefressen worden ist. Da hätte ich, glaube ich, an den Stromkasten andere Zahlen benutzt. Oder gebraucht. I don't know. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Ich blick da auch noch nicht ganz durch. Passiert gerade zu viel. Nein! Fuck! Aber gerade, wie langsam ist der andere bitte? Der geht ganz halt in Zeitlupe hinterher und klotzt nur dumm, ne? Da, guck. Oh, komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja. Versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Zustechen? Was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Ey, warum wurde noch nie gestochen? Au, das tut echt weh. Ja. Erstmal zu Papa. Oh mein Gott. Laura. Hey, ich bin's. Was ist nur mit dir passiert? Ach, was? Ja, was ist mit dir passiert? Oh, Ryan. Oh, wie schlimm ist es? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Ryan! Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren.
Aber es heilt wieder, stimmt's? Ja. Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ah, sie macht ihn zum Werwolf. Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ryan, ich habe nicht viel Zeit. Ich spüre, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Mach so was, was ein Gott, was... Hä? Beißen lassen. Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. Was ein Gott. Ja. Egal, bitte. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Was sollen wir machen? Ich glaube, er wird das überleben. Oder wollen wir ihn zum Werwolf machen? Mach den zum Gott. Zum Gott? Zum Werwolf. Dann ist er Gott. Okay. Also ich muss sagen, eine Sache in diesem Spiel muss ich ausdiskutieren. Und zwar die Werwölfe sehen nicht aus wie ein Wolf. Ja, also diese Kreaturen sind optimal hässlich. Und nicht Werwolf. Da muss ich halt an Warwick denken von League of Legends. Das ist für mich ein Werwolf. Annehmen. Tu es. Okay. Ah. Oh. Weich und saftig für dich. Ja. So ist das, ne? Nerv nicht! Wir müssen weg! Hallo? Wir müssen. The Quarry. Was ist das? The Quarry. The Quarry? Ja. Was ist das? Also, das ist gar kein Film, das ist einfach nur. Das. Kennst du? Okay. Ein Spiel. Neues Spiel? Nein, nicht neu. Das ist schon, glaube ich, letztes Jahr Juni, Juli rausgekommen. In Teenager-Horror-Stories bestimmst du, wie die Nacht verläuft. Kannst du nachts überhaupt noch schlafen, Adam? Nein, das ist nicht gruselig. Das ist wirklich... Ich habe auch mal so ein Spiel gespielt, da war ich echt, da habe ich richtig Angst gehabt, Alter. Da bist du quasi mit der Taschenlampe rumgelaufen und ich glaube, da warst du ein kleines Kind. Ne? Taschenlampe, manchmal ist die Batterie leer gegangen und dann musstest du gerade eben im Dunkeln noch eine Batterie finden. Was wie heißt wieder das? Nicht, ich weiß nicht, verkehre ich. Das ist richtig so ein Horrorspiel. Okay. Und dann gehst du in den Raum rein, du hörst da irgendwas, irgendwas fällt um. Gehst, guckst, bist die ganze Zeit angespannt, weil du weißt, es passiert gleich was, passiert nichts. Gehst du raus, auf einmal, und der Controller, der fällt weg. So eine Scheiße. Richtig. Ich hatte auch einmal ein Spiel angetestet, habe ich aber abgebrochen, weil es so heftig das war. Das ist richtig toll, ja.
Oder auch die Grafik manchmal, wenn die dann Monster auf dich zulaufen oder so. Ein Jumpscare oder so. Ich muss mal, das ging in so, das war so ein Haus. Ja. Das Spiel ging in so ein Haus und dann immer mit so richtig viele Keller, also immer mehr Etagen nach unten. Phasmo. Ich weiß es nicht. Also es war echt hardcore das Spiel. Das habe ich auch eine halbe Stunde mitgespielt und habe gesagt, okay, alles klar, Jungs, ich baller lieber rum oder fahr Autos, aber das ist mir zu doll, kann ich schlafen. Meine Frage ist, soll ich mich stumm oder geht das? Was? Stumm oder nicht? Doch, mach mal stumm kurz. Bin mal kurz weg. So, kann weitergehen. Mm-mm. Warte mal, muss mal gucken. Ah, okay. Die Stummtaste hat doch funktioniert. Ich musste kurz gucken. Das wäre scheiße, wenn man sich stummt und trotzdem die Audio durchgeht. Dann ist vorbei. Dann kannst du einpacken. Ja, mein großer Bruder wollte was von mir, ne? Muss ja auch nicht jeder mitbekommen, ne, was hier abgeht. Warte mal. Was ist das für ein Emote? Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps? Das ist doch von Naruto, oder nicht? Genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Hey, Boruto. Okay, also suchen wir Motoren? Egal. Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. Achso, ich muss mich bewegen. Oh, Bewegungsmelder. Warte mal. Ich muss mich gerade an einen wirklich krassen Film erinnern. Und zwar auch ein Horrorfilm. Und zwar Wrong Turns. Kennst du das, Hutmacher? Das ist ein wirklich gestörter Film. Und wenn du den mit 16 oder 17 anguckst oder so, ne? Wo du noch, wo ich noch... Kenn ich nicht. Ja, musst du dir einen Trailer oder so bei YouTube angucken. Also wenn du das abkannst, so ein bisschen horrormäßig. Das ist wirklich gestört. Und da leben die auch in so einem Schrottplatz. Und die jagen Menschen. So, dann kannst du dir ja schon mal vorstellen, was das für ein Film ist. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Scheißt man sich da ein? Ja, gibt's schon Momente, wo man sich vielleicht einscheißen könnte. Ah, nicht sich so wirklich erschrecken, das ist halt einfach nur manchmal widerlich, ne? Verdammt, das muss ich doch öffnen lassen. Ich will da auch gar nicht wirklich ins Thema rein sprechen, weil es ist halt... Ne, wenn man das schon hört, kriegt man auch vielleicht schon einen Wirkreiz oder so. Also wenn ich schon daran nachdenke, nun spannt sich das hier schon an, keine Ahnung. Aber musst du dir mal geben, den Film. Können wir auch zusammen angucken, wenn du willst. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Thank you.
Ey, das wird mich richtig stören, wenn ich hier durch so einen Schrottplatz gehe und einfach die ganze Zeit Licht an und aus geht, ne? Das wird mich schon ein bisschen abfangen. Oh. Ich weiß echt nicht, wieso ich mich erschrecke bei so einer Kleinigkeit. Wo muss ich überhaupt langlaufen? Hier, da hätte ich auch noch mal eine Meinung. Ist das schlau, wenn ich jetzt erstmal nächsten Monat ein geiles Fahrrad hole, ein günstiges, und damit erstmal ein paar Monate zur Arbeit fahre? Ich hab das da nicht so weit. Ah, 7 Kilometer. Ist vielleicht schon eine kleine Strecke, ne? Aber ich bin das gewohnt, ne? In der Ausbildungszeit bin ich auch zwei Jahre mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, ne? Hab auch viel abgenommen. Ich bin zwar, hab immer noch ein bisschen Speck, aber ich will noch wieder ein bisschen sportlich sein, ne? Und dann nebenbei auf ein Auto sparen. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Pass auf mich auf. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Achso, das ist auch ein Werwolf, ne? Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Ah, zu gut, wenn man immer auf eine Baustelle vom anderen hingeht, ne? Und alles so bisschen. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Ja, der Schlüssel steckt. Komm zurück, Greifer. Now you're falling away. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Dann mal los jetzt. Zu meiner Arbeit muss ich 8,8 Kilometer fahren mit Fahrrad. No joke jetzt? Also auch, also jeden Tag fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit. Bootmacher. Großartig! Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Ja. Wurde auch Zeit! Ey, sportlich! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Sport ist wichtig. Ja, hast du recht. Und nur Arbeit reicht nicht. Also, kommt drauf an, wenn man sich dann richtig ernährt und so, dann muss man halt auch nicht so viel Sport machen. Da ist immer besser, ein bisschen Sport noch zu machen. Auto heben, Caitlin bauen. Weil nach Hause geht's bergab, also schon gar. Ey, das ist nicht schlecht. Aber morgens bist du dann ordentlich am Acker, ne? Das ist. Was? Oh mein Gott. Fallen lassen!
Oh mein Gott! Alter, ist das... Hupen? Ja, Hupen! Ah, Hupen! Dumm. Oh mein Gott. Mann. Ey. Da. Oh mein Gott. Ich hab noch. Alter, ist das Ding hässlich. Oh. Ach du Scheiße. Ah, Moment, Leute. Sorry, dass ich unterbreche, aber die Musik ist zu 200% zu laut. Komm schon, du rostiges Biest! Glück gehabt. Da kommt noch einer. Safe. Dass sie nicht tot ist. Ja, das ist halt kacke. Dylan? Der verwandelt sich jetzt. Du musst gehen. Hau ab. Nein, nein, ich will nicht. Ich hau ab. Dylan, nein. Ich hau ab. Aber nein. Weg, weg. No. Hau weg, Jason. Weg von mir. Nein! Oh shit. Das muss sie weglaufen, ne? Safe. Nee, die ist von 8 Meter runter. Und sie lebt noch. Insane. Ah, ich glaube 8 Meter waren das nicht, ne? Also 4-5 waren das schon safe. Also der hätte sich schon irgendwas verstaucht oder so. Oder hätte erstmal gucken müssen, ob alles okay ist, ne? Selbst auf die Reifen. Die ist ja auf den Reifen gefahren. Muss trotzdem wehtun. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt... Nein. Was mache ich jetzt? Hallo? Tja, ich würde mich so einscheißen. Ist da jemand? Oh mein Gott. Ich wette, wir erschrecken uns. Hallo. Oh mein Gott. Ey, ich habe das heute Morgen gerade gesehen, ne? Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Und zwar geht hier bei meinen Kopfhörer das Gummi ab. Ich so, hä? Wie?
Also eigentlich gehe ich hier, setze ich dir immer normal auf, ne? Normal. Ja, ist wirklich normal. Ich hatte das noch nie, dass das Gummi da irgendwie abgeht. Ja, wo müssen wir jetzt langlaufen? Hier noch hoch oder wie? Mäuschen, mach mal Piep. Piep. Ah, wie lässt sich hier? Ja, das ist so dunkel, man sieht gar nichts. Das ist echt viel zu dunkel. WTF. Ey, ist da immer noch dunkel. Oh mein Gott. Ich würde mich... Ah, vielleicht könnte man sich jetzt erschrecken, ne? Oh mein Gott. Ey, aber die Kamerasicht ist aber auch perfekt gemacht, ne? Sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Bestimmt Gas. Hä, wie meinst du das, Gas? Warte mal, da vorne steht doch irgendwas. Da bewegt sich was. Das ist ein Werwolf. Vorsichtig. Yep. Hä? Was ist das? Was war das? Das schläft. Ich denke. Oh mein Gott. Ah, die Ketten halten nicht. Die Ketten halten nicht. Die Dinger sind... Oh mein Gott! Ich hab's doch gesagt, die Ketten halten dich. Ich hab die rostigen Dinger doch gesehen. Oh mein Gott! Ey, wie hässlich die Dinger sind.
komm schon! Silberbeschlag. Bobby! Die Waffe! Hallo. Also, was geht jetzt hier ab? Okay. Ah. Ja, was geht ab? Okay, ich muss sagen, das ist wirklich heftig. War das nicht Laura? Mit Spiegel? Ist sie nackt? Danke. Hä, was hat er gemacht? Dass sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und was nun, sind alle wieder normal? Was? Oh. Du denkst, das ist vorbei? Das ist es nicht. Ach, ich verstehe es nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist... ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Ah, okay. Weißer Wolf. Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den, oh. An den Hütten, früh am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Gemein. Wieso sollte ich ihnen helfen? Hä? Aber ist doch beide das Gleiche. Guck mal. Wieso sollte ich ihnen helfen? Daneben auch. Misstrauisch. Gemein. Wir sind gemein natürlich. Wieso sollte ich Ihnen helfen?
Nee. Da draußen wieso sind drei Werwölfe. Ich dachte, das ist sein Geschmack. Wenn du so allein gehst, wirst du dabei sterben. Was geschieht, wenn Silas tot ist? Dann geht's allen besser. Und wer bis ihn? Weiß nicht. Es begann damals, als diese Freakshow ankam vor 6 Jahren. Hä, aber das waren zwei gleiche Fragen, Hutmacher. Also es wäre komplett egal, welche ich da ausgewählt hätte. Okay, und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Und duschen. Auch wichtig. Alles voll Blut. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Da, was möchte sie auf einmal? Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Der Hierophant! Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Nein. Oh, was haben sie getan? Was haben sie getan? Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Silas, mein Junge, nein. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, das war knapp. Was stand da drauf? Hä?
kommt schon, Silas. Mami kommt schon, Silas. 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 Das macht ihm ja Angst. Ey. Nein, nein, nein. Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen. Er ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas. Mein kleiner weißer Wolf. Hier, Hutmacher. Hattest du eigentlich schon, Assassin's Creed Valhalla gespielt? Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Oh, die Heilbissen zu viel, ne? Getan. So, Endsport. Letzte Folge. Kurzen Cut.